Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht. Da, wo die Bügelflasche reif für das Museum ist, dort, wo das wohl bekannteste Bochumer Bier seine Heimat hat, wo Altes, wo Traditionelles bewahrt wird, gab es in den letzten Tagen eine Pressekonferenz mit Herrn Fiege und Herrn Neururer und vielen Gästen. Und der Anlass war die Bekanntgabe der weiteren Partnerschaft zwischen der Fiege-Brauerei und dem VfL Bochum. Unter den Journalisten fanden, wie an diesem Tag, auch wie eigentlich immer, Günter Pohl. Und dieser Günter Pohl, der hier nicht weiter vorgestellt werden muss, hat derzeit das Interesse von Peter Neururer und vielen anderen Fußballfans geweckt. Um mehr darüber zu erfahren, ist Peter Neururer mal in die Rolle des rasenden Reporters geschlüpft. Hallo, liebe Zuschauer der Bochumschau. Heute drehen wir den Spieß mal um. Ja, nicht ich werde befragt, sondern ich darf mal ein Interview leiten. Und da haben wir keinen besseren Spezialisten finden können als Günter Pohl, der hier vor einer Anhäufung von Trikots, ja, eigenartige Trikots, hier steht. Günter, erzähl mal bitte, was hat das für eine Bewandtnis? Peter, wir wollen ja Multikulti sein und das zu meiner Sammlung auch VfL-Trikots gehörten, das weiß jeder, aber wir haben hier einen bunten Mix. Am kommenden Samstag, also am Samstag, den 25. in der Revier-Power-Lounge und im Internet wird es eine große Auktion geben. Dort werden ungefähr 300 Trikots von mir unter den Hammer kommen. Das Geld, was dort eingenommen wird, geht an die Aktion Lichtblicke. Man kann sowohl in der Revier-Power-Lounge bieten als auch im Internet. Und ich hoffe natürlich, dass eine tolle Summe zusammenkommt. Sind Kult-Trikots dabei, wie von Andrzej Iwan oder von Sergej Juran oder Andreas Lute, aber auch von den kleinen Bayern mit Ribery oder Dortmund mit Real Madrid mit Zelda, Dortmund mit Zelda, Schalke mit Zelda, da ist alles dabei. Und ich hoffe, dass ein richtig toller Betrag für die Aktion Lichtblicke zustande kommt. Ich wollte normalerweise interviewen, aber ich komme gar nicht dazu. Der Moderator hat diese Sache sofort wieder in die Hand genommen. Aber erzähl mal bitte, wie kommst du an die ganzen Trikots? Deine eigene Sammlung, vollkommen klar. Und weiter geht es noch, weitere Möglichkeiten. Denn ich sehe gerade hier Arminia Bielefeld, Werder Bremen, FC St. Pauli. Ja gut, die erwähnen wir nicht. Metzellers Trikot, okay. Peter, in 30 Jahren haben sich natürlich im Bereich mit den Spielern und Trainern viele Freundschaften ergeben, viele Leute, die man also quasi den ganzen Weg begleitet hat, wie Darius Wosch. Ich habe jedes Spiel von Darius gesehen und dann bekommt man auch mal ein Trikot und als dann rauskam, dass es eine Auktion gibt für Lichtblicke, da haben dann auch viele Spieler nochmal in ihre Schränke geguckt und das ein bisschen aufgepeppt. Zum Beispiel dein Freund Olaf Thon, der hat mir 6, 7 Stück geschickt. Die Trikots, die hier liegen, sind zufällig von dir, weil das waren dann, damit haben wir die Sammlung abgeschlossen, die du aus deinem Keller geholt hast. Dein Sohn hat da auch sich von vielen Dingen getrennt. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und so ist diese Sammlung entstanden und da ist auch wirklich, da ist bei Raul, Huntelaar, Lewandowski, Kagawa und nicht zu vergessen natürlich Magic Malte. Das ist eine wunderbare Abrundung. Ja. Ich kann nur sagen, liebe Fans, greift in die Tasche, ersteigert euch, kauft euch diese Trikots. Ihr tut damit was sehr, sehr Gutes. Danke. Ja, schönen Dank.